Charx kommt von Charg und bedeutet Rad, was aus dem mittelöstlichen Raum stammt. Auch im mystischen Sinne wird es als Rad des Lebens bezeichnet. Charg findet man auch im Sufismus als das wandernde Bein des tanzenden Dervisches wieder, die sich zwischen zwei Dimensionen bewegen. Unsere Inspiration durch die Zweidimensionalität ist das Hier und Jetzt und die Musik. Meistens habe ich eine Idee, das ist eine musikalische Idee, worauf ich dann an eine Geschichte widme, an einem Erlebnis. Manchmal ist es umgekehrt, da gibt es immer schöne Momente, manchmal auch nicht schöne Momente, worauf ich dann später die Musik dazu schreibe. Ja, beim Schreiben stelle ich mir oft eine Melodie oder einen Groove vor. Danach singe ich zum Beispiel diese Melodie oder diese Groove und dann versuche ich mir mehr vorstellen, wie in einer Band- oder Orchesterbesetzung. Und danach setze ich mich vorm Computer und schreibe ich die Partituren. Also meistens nehme ich schon kleine Ideen zu Hause auf, am Laptop, und schreibe diese dann nieder, damit wir das dann bei der nächsten Probe schon mal ausprobieren können. Meistens entstehen auch ganz interessante, ganz andere Ideen in der Probe, wenn wir es dann gemeinsam spielen. Letztendlich kommt auch schon mal was Brauchbares.